Der Rhein vereinigt alles. Der Rhein ist reißend wie die Rhone. Breit wie die Loire. Eingedämmt wie die Maas. Geschlungen wie die Seine. Hell und grün wie die Somme. Geschichtlich wie der Tiber. Das schrieb Victor Hugo 1838 über den Rhein. Für Hugo war der Fluss königlich wie die Donau. Geheimnisvoll wie der Nil. Mit Gold gefleckt wie ein amerikanischer Fluss. Mit Fabeln und Phantomen bedeckt wie ein Fluss Asiens. Der Thumer See. Hier oben, 2300 Meter hoch, mitten in den Schweizer Alpen, entspringt der bedeutendste Fluss Europas, der Rhein. Prächtig ist diese Gegend und angenehm und wahrhaft würdig, die Urquelle eines solchen Flusses zu sein. Das schrieb der Benediktinerpater Placidus Bescia, der vor 200 Jahren als einer der ersten hier hinaufstieg. Unzählige klare Gebirgsbäche vereinen sich in dieser imposanten Alpenlandschaft zum Vorderrhein, dem wichtigsten der insgesamt 12 Quellflüsse des Stroms. Kühe und Hirten, das sind die einzigen Bewohner der Berge hier oben und auch nur für 3 kurze Sommermonate. Hier im Herzen Europas hat eine der ältesten europäischen Sprachen überlebt. Auf Rätoromanisch erzählt uns Konrad der Senn vom kargen Leben an der Quelle des Rheins, vom Vieh und vom Schnee im Juli. Mit der wohl höchsten Eisenbahn Europas, dem berühmten Glacier-Express, beginnen wir gemächlich unsere 1300 Kilometer lange Rheinreise stromabwärts, von den Schweizer Bergen bis ans Meer, nach Holland. Ziegen, Kühe und Touristen, davon leben die Bergbauern im Thujetschtal in Graubünden, da, wo der Rhein noch Ferien macht. Wildromantisch ist diese Landschaft und auch der Fluss gebärdet sich noch ungestüm. Wagemutige Reisende können zusammen mit erfahrenen Schlauchbootfahrern die enge Rheinschlucht hinunterpaddeln. Selbst für Kajakfahrer zu eng sind die Schluchten der vielbeschriebenen Via Mala. Der wichtige Felsenpass auf dem Weg zum Splügen und weiter nach Mailand wurde durch ein Straßenkunstwerk aus Brücken, Tunneln und Galerien passierbar gemacht. Ein paar Kilometer weiter, bei Liechtenstein,
ist der Rhein zu einem richtigen Fluss angewachsen. Die Menschen haben den Landvogt Rhein hier in ein enges Korsett gezwängt, nachdem er jahrhundertelang das Land mit furchtbaren Hochwassern terrorisiert hatte. Wenig später erreichen wir den Bodensee. Gegenüber der Rheinmündung liegt die alte Inselstadt Lindau. Der Löwe an der Hafeneinfahrt zeugt vom letzten Stück Ufer, an dem Bayern noch Rheinanlieger ist. Und er wacht über die unzähligen Segler, Surfer und Schwimmer, die den Bodensee bevölkern. Durch den Bodensee hindurch fließt der Rhein weit nach Westen. Der Rheinfall bei Schaffhausen. Das ist die letzte Gelegenheit für den Teenager Rhein, sich richtig auszutoben und uns einen Eindruck von seiner gewaltigen Kraft zu geben. 700 Kubikmeter Wasser stürzen jede Sekunde 23 Meter in die Tiefe. Es ist der mächtigste Wasserfall Europas. In Basel, der ersten Großstadt am Rhein, steigen wir für die Weiterfahrt auf ein modernes Kabinenschiff um. In knapp 5 Tagen werden wir Holland erreichen. Doch zuvor lädt die Kunststadt Basel zum Spaziergang. Der Brunnen des Schweizer Bildhauers Jean Tinguely vor dem Basler Stadttheater. Ohne etwas zu produzieren, stellen seine Maschinen doch etwas her. Ein Gefühl von Leichtigkeit, das dem scheinbar Sinnlosen einen Sinn gibt. Unterhaltung fürs Publikum. Ein Ziel, das auch die vielen Straßenmusiker in der Basler Altstadt haben. Das Rathaus im prächtigen Stil burgundischer Spätgotik ist mit Szenen aus dem Soldatenleben bemalt. An seiner Spitze prangt das Weiß. 1800 Handelshäuser fast 400 Schiffe, mit denen die Textilien nach Straßburg und Frankfurt beförderten. Die Quelle dieses Wohlstandes war der Rhein. Und die Gassen und prachtvollen Bürgerhäuser sind noch heute Zeugen dieses alten Reichtums. Ein Reichtum, der stets auch der Kunst zugute kam. Die Kunst, das Geld und der Fluss, sie gehen in Basel eine gewinnbringende Allianz ein. Aus den Einnahmen der kleinen, von der Strömung angetriebenen Stadtfähren finanzieren die Basler seit jeher ihren Kunstverein. Diese Fähren stammen noch aus einer Zeit, als der Oberrhein ein verschlungenes System von Nebenarmen, Inseln und Sandbänken war. Die Schifffahrt auf dem Rhein war dementsprechend schwierig. Die Militärs jedoch nutzten die wilde Flusslandschaft damals gerne als natürlichen Schutzwall vor Überfällen, wie hier bei der Festung Breisach. 1817 begann der Ingenieur Johann Gottfried Tulla, den Oberrhein zu begradigen und Hindernisse zu beseitigen. Ein gutes Jahrhundert später bauten die Franzosen den elsässischen Rhein-Seitenkanal, eine sichere und bequeme Schifffahrtsstraße mit 10 Schleusen und Staustufen. Noch eine Meter, ach dann ab. Für die Mannschaft, die Kapitäne und Lotsen der Schiffe, Fahrten Millimeterarbeit. Die Schiffe wurden haargenau der Größe der Schleusen angepasst
um ja keinen Kubikmeter wertvollen Raums zu verlieren. Ja, gut. Jetzt sind wir weit genug. Sobald sich das hintere Tor geschlossen hat, wird der Wasserstand im Becken der Schleusen bis zu 16 Meter gesenkt. Wie mit einem Lift fährt das Schiff dann auf dem sinkenden Wasserspiegel in die Tiefe. An den niedrigen Rheinschleusen müssen alle Schiffsaufbauten umgelegt werden. Sogar das Brückenhaus wird abgesenkt, um das vordere Tor passieren zu können. Was für die Mannschaft harte Arbeit bedeutet, ist für die Passagiere ein Riesenspaß. Auf dem unteren Flussniveau angekommen, gibt das vordere Schleusentor den Weg frei. Wer wasserscheu ist, sollte bei der Durchfahrt besser unter Deck bleiben. Die weite Landschaft des Oberrheins. Rechts das deutsche Baden, links das französische Elsass, Heimat der Störche. In der Orangerie von Straßburg sind sie wieder sesshaft geworden, wie die alten Fahrensleute und Partikuliere im Bassin de Rempart. Blättern wir ein wenig in alten Akten. 1831 unterzeichneten die Rheinanliegerstaaten die Mainzer Akte, nach der jedes Schiff gleichberechtigt und ohne Abgabe von Zöllen den Rhein frei befahren durfte. Ein kleiner Schritt in Richtung Europa. Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt war damit die erste internationale Organisation. Heute wird der europäische Gedanke vor allem im Europäischen Parlament gepflegt, das in diesem Glaspalast tagt. Straßburg ist fast eine Hauptstadt Europas geworden. Eine reizvolle alte Stadt voller Fachwerkhäuser, Kanäle und Baudenkmäler. Das frühere Gerberviertel, durch das die Ausflugsboote fahren, wird von den Straßburgern liebevoll La Petite France genannt. Vom alten Wehr, der Barrage de Vauban aus, hat man den besten Blick auf die Altstadt und auf das berühmte Münster. Die Anfänge der Kirche gehen bis auf das Jahr 1015 zurück. Und ein bisschen gebaut wird noch heute. Gleich zu Füßen des Münsters pflegt man elsässische Tradition. Das Maison Kammerzell zählt zu den besten Restaurants Frankreichs. Guy-Pierre Baumann, der Chef des Hauses, erlaubt einen Blick ins Allerheiligste. Gerade wird eine Variation des klassischen elsässischen Sauerkrauts mit Lachs, Fischbällchen und Meeresfrüchten nach einem Rezept des Chefs zubereitet. Dann machen wir eine Buttersoße drüber. Und für die Finition machen wir ein bisschen Tomaten, etwas Krauter. So. Guter Wein und gutes Essen gehören zu den großen Leidenschaften der Rheinreisenden auf ihrer Fahrt von Basel nach Holland. Von den kulinarischen Höchstleistungen ihrer Kollegen auf dem Festland lassen sich die Schiffsköche auf den Rheindampfern nur allzu gerne anstecken. Besonders angenehm dabei ist, dass ein voller Bauch zollfrei reist. Von Lörrach bis Karlsruhe markiert der Rhein die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland. Doch die Fahrgäste können trotz Passkontrolle in Ruhe weiterspeisen. Kaum einer von ihnen bemerkt die Beamten, die während der Fahrt an Bord kommen und ihre Kontrollen durchführen.
Jahrhundertelang kämpften Frankreich und Deutschland erbittert um die Herrschaft am und über den Rhein. Das linksrheinische Elsass wechselte wiederholt seinen Besitzer, bevor es endgültig französisch wurde. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist aus der alten Feindschaft eine gut nachbarliche Freundschaft geworden. Ein Höhepunkt jeder Rheinreise. Rudolf von Habsburg und 8 deutsche Kaiser liegen hier begraben, Symbole für die frühe Einheit des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Der hochromanische Dom war einst das größte Bauwerk seiner Epoche. Eine Reise auf dem Rhein ist immer auch eine Kulturreise durch die Jahrhunderte. In Speyer verlassen wir das Schiff für einen kleinen Ausflug, einige Kilometer abseits des Stroms. Die alte Universitätsstadt Heidelberg. Obwohl sie am Neckar liegt, bestehen die meisten Rheintouristen auf einem Besuch der Stadt und natürlich der hochgelegenen Schlossruine aus rotem Sandstein, einem Meisterwerk der Baukunst in der Renaissance. Regelmäßig finden im Schlosshof Konzerte statt. Und manche Amsel pfeift schon bei den Proben mit. Die Neckarmündung bei Mannheim-Ludwigshafen. Wir sind wieder am Rhein. Gewaltige Industrieanlagen prägen den Strom. Kilometerweit Lagerhallen und Fabriken, Kamine und Kais. Mit der Industrie steigt aber auch die Belastung für den Rhein, der als Kühlwasserlieferant gebraucht und leider auch als Abwasserausguss missbraucht wird. Ja, alles klar, ich kann nämlich nicht mehr weg. Ja, danke. Ständige Wasserkontrollen sind nötig, weil der Fluss für über 30 Millionen Menschen als Trinkwasserreservoir dient. Noch vor 50 Jahren war der Fluss so sauber, dass Heiner Fürst in seiner Badeanstalt auf dem Rhein die Wormser das Schwimmen lehren konnte. Heute ist das Bad nur noch ein Überbleibsel aus besseren Tagen. Baden verboten. In Worms liegt der älteste jüdische Friedhof Europas. Als Zeichen dafür, dass sie der Toten gedacht haben, hinterlassen die Besucher einen Stein auf den Gräbern. Das Denkmal des finsteren Nibelungenhelden Hagen von Tronje, der irgendwo bei Worms den sagenumwobenen Nibelungenschatz, das Rheingold, im Fluss versenkt haben soll. Worms war zu Hagens Zeiten Hauptstadt des Burgunderreiches, das im Jahr 436 von den Hunnen vernichtet wurde. Schatzsucher vermuten das Gold der Nibelungen in einem alten Rheinarm, dem sogenannten Kühkopf. Vor dem Rheindurchstich im 19. Jahrhundert war der Kühkopf eine linksrheinische Insel. Heute ist er Naturschutzgebiet. Fischreiher und Kormorane, Eisvögel, Blässhühner und Haubentaucher haben im Schilf der stillen Seitenarme des Rheins eine ungestörte Heimat gefunden. Hier lebt und arbeitet auch der Fischmeister Martin Tümmler.
Seit 30 Jahren bin ich jetzt hier Berufsfischer am Rhein. Früher hatten wir die Probleme mit Phenol und Öl. Das wurde dann beseitigt. Und seit 10 Jahren ungefähr ist der Rhein wieder in Ordnung. Man konnte sich freuen. Wir haben wieder alle Sorten Fische. Zander, Hechte, Aal, viel Aal. Ja, bis jetzt dieses große Unglück passierte bei Sandoz im letzten Jahr. Da hat jetzt der Fischbestand so drunter gelitten, dass man annehmen kann, die nächsten Jahre auf den Aalfang verzichten zu müssen. Bis zum Jahr 2000 soll der Lachs im Rhein wieder heimisch werden, so ein Beschluss der Umweltminister aller Rheinanliegerstaaten. Das Wasseruntersuchungsamt Mainz. Solange die Versuchsfische sich wohlfühlen und die Instrumente normale Werte anzeigen, hält sich die Wasserqualität in den erlaubten Grenzen. Eins unserer Reise auf den berühmtesten Sohn der Bischofsstadt, Johannes Gutenberg. Seine Erfindung der beweglichen Lettern ermöglichte ab 1440 erstmals die weite Verbreitung von Büchern. Gutenberg schuf damit eine der wichtigsten Voraussetzungen für allgemeine Bildung und Aufklärung. Hier in Mainz begann vor über 150 Jahren mit dem hölzernen Dampfer Concordia, dem ersten Schiff der Köln-Düsseldorfer, auch die Passagierschifffahrt auf dem Mittelrhein, dem romantischen Rhein. Wiesbaden, Schloss Biebrich, ehemals Residenz der reichen Grafen und Herzöge von Nassau. Gern nachgeahmt wurde dieser feudale Stil von den dortigen Sektkellereibesitzern, die auch nicht gerade arme Leute waren. Auf Sekt und auf Wasser gebaut hat Wiesbaden seinen Reichtum. Die heißen Quellen hier beim Kochbrunnen benutzten schon die alten Römer. Die Wiesbadener wissen, wie sie ihr Geld anlegen müssen. Prunk und ein bisschen Protz gehören in Wiesbaden zum guten Ton. Man zeigt, was man hat. Und die hessische Kur- und Kongressstadt, früher Lieblingsbadeort deutscher Kaiser, hat eine ganze Menge zu bieten. Die Standseilbahn auf den Neroberg zum Beispiel. Durch ein raffiniertes System kommt man ohne Motor aus. Das Geheimnis: die talwärts fahrende Bahn hat ein weiteres Prunkstück, die russisch-orthodoxe Grabeskirche der Großfürstin Elisabetta Michailowna. Ihr Landsmann, der Schriftsteller Fjodor Dostojewski, ließ seinen Spieler an einem Wiesbadener Roulette-Tisch verzweifeln. Das große Kurhaus aus der Zeit der Belle Époque mit seinem Spielcasino zieht seit jeher Reiche und Abenteurer in seinen Bann. Ist ein moderner Arbeitnehmer, der nicht nur fleißig schuftet, sondern auch einmal Zeit für die Menschen hat, die mit ihm zusammenleben. Zeit für uns, an Bord ein bisschen zu entspannen und an Deck die träge Ruhe zu genießen, die vom Gleiten des Schiffs ausgeht, das unbeirrt von Stromschnellen und Talengen. Gemütlich geht's an Eltville vorbei,
der ältesten Stadt des Rheingaus. Es ist eines dieser romantischen Rheinstädtchen mit ihrem unverwechselbaren Charme, mit Uferpromenaden, Fachwerkhäusern und großen Weingütern. Hier ist das Zentrum des Rheingaus, Ursprung des beliebten und begehrten Rieslingweins und eines der nördlichsten Weinbaugebiete der Erde. Schloss Vollraths gehört der ältesten weinbaubetreibenden Familie der Welt, den Grafen Greifenklau. Der Weinbau ist der wichtigste Wirtschaftszweig im Rheingau. Wohin man schaut, Rebstöcke. Die bevorzugt angebaute Sorte ist der Riesling. Diese kleine, harte Traube reift nur langsam. Das Ergebnis aber ist ein fruchtig frischer Spitzenwein mit feiner Säure. Weinexperten halten ihn für den König der Weißweine. Wir sind auf unserer Rheinreise zu einer Weinprobe ins hessische Staatsweingut nach Kloster Eberbach eingeladen, wo der Leiter, Dr. Hans Ambrosi, einer Gruppe amerikanischer Besucher die Kunst des Weinprobierens erklärt. Have some delicate fruitiness, not too predominant, not spicy. Nice, elegant, fruity. That's typical for this Riesling. Der Weinkenner kaut den Wein richtig mit der ganzen Zunge, denn an der Zungenspitze kann man nur die Süße schmecken. An den Seiten dagegen spürt man die Säure. And to get all these impressions and to can judge the wine, you have to do it like this. If you watch us, the professionals, we make a terrible noise and we are sniffing and spitting and chewing and I don't know what it sounds. It's not nice to watch professionals. Ursprünglich wurde der Weinbau in Eberbach von den Zisterziensermönchen betrieben. Das Laienrefektorium, die romanische Klosterkirche, und der ungeheizte Schlafsaal der Mönche, das Dormitorium, sind heute noch im Originalzustand erhalten. Ein Sinnbild deutschen Patriotismus ist das von Kaiser Wilhelm I. erbaute Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim. Millionen Touristen bestaunen alljährlich mit durchaus gemischten Gefühlen die 32 Tonnen schwere bronzene Riesengermania, die aus erbeuteten Kanonen des Deutsch-Französischen Krieges von 1870-71 gegossen wurde. Sie soll an den Zusammenschluss des Deutschen Reiches erinnern, das vorher aus Dutzenden von Kleinstaaten bestand. Völkervereinende Fröhlichkeit herrscht in der bekanntesten Gasse der Welt, der Rüdesheimer Drosselgasse. Ein lebhaftes Durcheinander von Weinkellern und Stimmungslokalen. Von Dutzenden von großen Rheinschiffen aus verfolgen die Zuschauer das alljährliche Spektakel der Rhein im Feuerzauber. Auf 8 Kilometern Flusslänge von Trächtingshausen bis Bingen die hohe Kunst des Feuerwerks. Der Mäuseturm bei Bingen. Nach der Legende bekam der Turm seinen Namen, weil der grausame Mainzer Erzbischof Hatto hier von Mäusen gefressen wurde. Am Binger Loch schafft der Fluss den Durchbruch durch das rheinische Schiefergebirge.
Die Stelle ist eine von Untiefen und Riffen durchsetzte Stromenge, die bis ins späte Mittelalter unpassierbar war. Des Stromes begründet, das Rheintal mit seinen unzähligen Burgen. Alle 2,5 Kilometer stoßen wir auf einen dieser steinernen Zeugen des Mittelalters. Die UNESCO hat das Tal zum kulturellen Welterbe erklärt. Das Flusstal war schon immer eine wichtige Handelsstraße und zog im Mittelalter Raubritter an wie die Maus die Katz. Noch im 14. Jahrhundert musste an insgesamt 62 Zollstationen am Mittelrhein Maut bezahlt werden. Mehr Zölle sind am Rhein als Meilen, schrieb ein französischer Dichter. Wie ein Schiff den Bug in den Strom gereckt, liegt die Pfalz bei Kaub. Einzig in ihrer Art, mitten im Fluss. Kein Schiffer kam in früheren Zeiten hier vorbei, ohne den Zöllnern seinen Obolus zu entrichten. Auch heute zahlt man noch Eintritt fürs Museum. Acht Kilometer weiter der mächtige Schieferfelsen der Lorelei. 132 Meter hoch über dem Fluss. Der Rhein windet sich hier so eng um den Felsen, dass die Boote und Flöße früherer Zeiten häufig daran zerschellten. Das Lied von der Lorelei. Den Text schrieb Heinrich Heine nach einer alten Volkssage. Der Sage nach wurden die Schiffer von einem wunderschönen Mädchen abgelenkt, das sich oben auf dem Felsen ihre langen, blonden Haare kämmte und mit ihrem süßen Gesang manchen Mann auf dem Fluss ins Verderben riss, bis sie selbst eines Tages von Liebe bezwungen in die Tiefe stürzte. Die Dankbarkeit der Schiffer für eine glückliche Passage durch die Stromschnellen nutzte einst ein Heiliger namens Goar für seine Missionsarbeit und bekehrte manchen der Schiffsleute zum rechten Glauben. An ihn erinnert noch heute der Ort St. Goar gegenüber der Lorelei. Hoch über dem kleinen Städtchen die Ruine Rheinfels. Sie war einst die stärkste Burg am Mittelrhein, 1242 von Graf Dieter III. Von Katzenellenbogen gegründet. Die Grafen von Katzenellenbogen wurden im 13. und 14. Jahrhundert die mächtigsten alte der Kaste der gewöhnlichen Raubritter entstammten, erweiterten sie geschickt ihr Einflussgebiet und bauten oder eroberten so manche Festung, ehe sie mangels Nachwuchs ausstarben. Französische Soldaten sprengten 1797 die Burg, deren Trümmer später zum Bau der Festung Ehrenbreitstein ein paar Kilometer flussabwärts verwendet wurden. Heute hat sich der Traditionsverein der St. Goarer Rampenschisser der Bewahrung der Burg und des Brauchtums verschrieben.
Seine 18 Mitglieder kümmern sich in ihrer Freizeit um den Erhalt der Ruinen. Die Menschen hier hängen an ihrer Heimat am Rhein. Zu ihnen gehört auch der Kapitän Josef Reitz. Hier rechts um die Ecke rum, da ist mein Heimatort, mein Geburtsort. Hier in Boppard zur Linken, wo Sie da sehen, das schöne Städtchen da war ich zur Schule. Später, ich war dann bei meinen Eltern auf dem Schiff. Die hatten noch einen Schleppkahn, also ich habe die Schleppschifffahrt noch von Grund auf an erlebt, hier auf dem Rhein mit all den Dampfern, Raddampfern und was nicht alles, was da noch gefahren ist damals zu der Zeit. Später mussten wir dann unser Schiff verkaufen, weil es unrentabel war. Es war ein verhältnismäßig kleines Schleppkahn und war auch ziemlich veraltert. Ich ging dann raus in die Motorschiffer, die damals gerade so im Anfangsstadium war, und machte dann 1955 mein Rheinschifferpatent für Motorschifffahrt. Und 1970 wechselte ich dann hier rüber zu Düsseldorf. Ich bin jetzt seit 12 Jahren hier Kapitän bei der Köln-Düsseldorf und nun hier auf dem MS Nederland, war jetzt die 7. Saison. Bei Boppard erlaubt sich der Rhein den Luxus seiner größten Schleife. Von manchen Standorten aus glaubt man, der Fluss habe sich in vier große Seen aufgelöst. Die Marxburg, 150 Meter über dem Rhein, ist die einzige unzerstörte alte Höhenburg am Rhein. Die Pechnase über dem Schartentor diente ebenso der Verteidigung wie die alte Kanone. Trotzdem trügt der Schein. Die Marxburg war so leicht befestigt, dass sie gar nicht ernst genommen und deshalb auch nie richtig angegriffen wurde. Das Leben auf der Burg war herzlich unbequem, obwohl es sich die Grafen Katzenellenbogen in ihrer Residenz für damalige Verhältnisse schon recht gemütlich machten. Die Kemenate, das Frauengemach, der einzige heizbare Raum der Burg. Härter dagegen war das Leben der Männer. Die Rüstkammer und all diese schrecklichen Waffen. Kein Wunder, wenn es da manchmal ein bisschen spukt in der Fantasie. Burgen bietet Stolzenfels. Sie wurde Mitte des letzten Jahrhunderts nach Entwürfen des Architekten Schinkel neu aufgebaut. Die idealistischen Vorstellungen der Romantik vom Burgenleben sind hier Wirklichkeit geworden. Mittelalterlicher Realität entspricht allenfalls die Bemalung der Burg. Die Ehefrau des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. War von Stolzenfels so angetan, dass sie hier viel Zeit verbrachte, während ihr kriegerischer Gemahl die nur 15 Kilometer entfernte Feste Ehrenbreitstein inspizierte. Diese schier unüberwindliche Rheinbastion oberhalb von Koblenz war lange Zeit einer der umkämpftesten Plätze am Rhein. Nicht nur wegen seiner schönen Aussicht. Von hier aus hat man freien Blick auf das Deutsche Eck bei Koblenz. Genau gegenüber der Feste mündet die Mosel in den Rhein. Das Neuwieder Becken. Seine Zersiedelung begann schon mit den Anfängen der Industrialisierung im Rheintal im 19. Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammt auch die Seiner Gießhütte von 1830, die älteste gusseiserne Hallenkonstruktion Europas. Sie ist ein Meilenstein der Industriegeschichte am Rhein. Bis heute wird hier Gusseisernes produziert.
Möglich wurde die industrielle Revolution erst durch die Erfindung der Kraftmaschine. Seit 1816 befahren Dampfschiffe den Rhein. Heute ist der 1913 erbaute Schaufelraddampfer Goethe mit seiner Zweizylindermaschine der letzte Zeuge dieser Ära auf dem Rhein. Seit Jahrtausenden ist das Rheintal die wichtigste europäische Verkehrsachse in Nord-Süd-Richtung. Eisenbahnlinien und Straßen drängen sich links und rechts an den Fluss. 350 Züge und 18.000 Autos passieren täglich die Talenge. Wo kein Platz mehr für Gleise und Straßen war, benutzten die Planer die alten Treidelwege entlang der Ufer oder gingen in die Höhe. Zwischen Koblenz und Andernach ließ Cäsar im Jahre 55 vor Christus die erste Brücke über den Rhein schlagen. Ein moderner Nachfahr bei Neuwied. Die Brücke bei Remagen. Sie war im Zweiten Weltkrieg die letzte intakte Rheinbrücke. Einer versuchten Sprengung durch die Deutschen hatte sie standgehalten. Am 7. März 1945 überschritten amerikanische Soldaten hier den Fluss und bildeten ihren ersten Brückenkopf auf dem rechten Rheinufer. 10 Tage nach der Brücke erinnern nur noch Ruinen an diese Brücke. Der Drachenfels auf der rechten Rheinseite ist das Zeichen dafür, dass der Fluss jetzt politisch wird. Er ist der erste Vorbote von Bonn, der Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, oder wie mancher gern spottet, dem Bundeshauptdorf, das so wenig von einer weltstädtischen Kapitole hat. Die Villa Hammerschmidt, strahlend weiße Residenz des Bundespräsidenten. Auf der Treppe hinterm Haus wird jedes neue Bundeskabinett der Öffentlichkeit vorgestellt. Schwere Limousinen beherrschen das Straßenbild. Hektik, scharfe Sicherheitsvorkehrungen und rege Geschäftigkeit bestimmen den Alltag der Politiker. Die Bonner selbst bleiben von der Politik weitgehend unberührt. Sie leben weiter das Leben einer geschäftigen Provinzstadt. Nur wenn die hohen Staatsgäste dem Bonner Bürgermeister höflich ihre Aufwartung machen und sich auf der barocken Rathaustreppe dem Volk zeigen, spüren die Bonner einen Hauch von Weltgeschichte. Prominente Gäste, der japanische Kaiser Hirohito, John F. Kennedy, die englische Königin Elisabeth II. Und der ägyptische Präsident Sadat. Bei aller Politik in Bonn, der berühmteste Sohn der Stadt war und ist Ludwig van Beethoven. Sein Geburtshaus in der Bonngasse 20 ist heute Museum. Köln, Hochburg des rheinischen Katholizismus. Das heilige Köln hieß es im Mittelalter, und noch immer ist sein Stadtbild geprägt von einer Vielzahl romanischer Kirchen. Am Hauptportal von St. Maria Lüßkirchen ist der Rheinhöchststand vom 28. Februar 1784 verzeichnet. 3 Meter hoch stand das Wasser damals in der Kirche. St. Maria Lüßkirchen ist religiöser Zufluchtsort der Rheinschiffer. Hilfe in der Not erbitten sie sich von der Schiffermadonna, der Schutzherrin der Rheinschifffahrt. Wahrzeichen Kölns ist der Dom, eine der größten gotischen Kathedralen der Welt. Er wurde 1248 begonnen und erst 600 Jahre später vollendet.
Hier am Rhein gehörten Bischofsstab und Fürstenhut früher oft demselben Herrn, der so Schlösser, Kirchen und Kunstschätze aus zwei Beuteln finanzieren konnte. Unter den Füßen der Gläubigen graben Archäologen in den Gewölben des Doms nach den Überresten vergangener Zeiten. Vor kurzem erst wurden Karolinger so, unter dem heutigen und auch dem gotischen Laufniveau oberhalb dieser Betondecke haben wir noch verschiedene andere Laufniveaus und Wohnniveaus der früheren Zeiten. So hier im Hintergrund zu sehen, das karolingisch-ottonische Kirchenniveau. Und diese Eingangsschwelle zum alten Dom, die heute noch original erhalten ist. 1,5 bis 2 Meter darunter wiederum ist das römische Niveau, das Straßenniveau, was man hier besonders schön an einem Abwasserkanal noch erkennen kann. Darüber muss man sich die römische Straße vorstellen. Die Domplatte vor dem Portal ist seit Jahren Lieblingsspielplatz jugendlicher Hobbyartisten. Sie bewegen sich dabei auf historischem Boden. Ihren Namen Colonia Claudia Ara Agrippinensis bekam die Stadt von der in Köln geborenen Schwester Caligulas und Mutter Neros. Im Jahre 50 nach Christus überredete die intrigante Giftmischerin Kaiser Claudius, dieser Stadt ihren Namen zu geben. Im römisch-germanischen Museum, gleich neben dem Dom, ist die frühe Geschichte des 2000-jährigen Köln zu Hause. Unter dem Schutt von 17 Jahrhunderten wurde das römische Dionysos-Mosaik ausgegraben. Das Grabmal des römischen Soldaten Publicius. Funde wie dieser Flussgott beweisen, dass auch Kelten und Germanen hier schon früh siedelten. Arm waren die Städte am Rhein nie. Und der Fluss leistete einen gewaltigen Beitrag zu diesem Wohlstand. Der Länge der Welt geht das Bier nie aus. In sogenannten Stangen wird das Alt, das typische obergärige Düsseldorfer Bier, serviert. Das reiche Düsseldorf, Sitz von Banken und Büros, Konzernen und Kaufhäusern, ist die Brieftasche des Rheinlandes. Die Kö, so die Abkürzung für die Königsallee, ist die prächtige Einkaufsstraße für die Schicken und die Reichen. Wo Geld ist, sind oft auch die schönen Künste zu Hause. Das beweist einmal mehr die Kunsthalle Nordrhein-Westfalen, deren mächtiger, dunkler Steinklotz mit der imposant geschwungenen Fassade reihenweise Schätze moderner Kunst birgt. Kunsthandwerkliche Raritäten besonderer Art finden interessierte Besucher im alten Schlossturm direkt am Rheinufer. Eine große Ausstellung mit Modellen alter Schiffe erzählt die 2000-jährige Geschichte der Rheinschifffahrt. Trotz moderner Technik ist das Leben der Rheinschiffer beschwerlich. Tag und Nacht sind sie unterwegs. Nur beim Betanken bleibt eine kleine Verschnaufpause. Kapitän Manfred Nagel. Von Basel, zum Beispiel jetzt nach Amsterdam, brauchen wir ungefähr so 55 bis 60 Stunden. Fast das Doppelte. Wenn wir zu Tal fahren, bei dem Wasserstand, den wir jetzt im Moment haben, da sind wir ungefähr 25 Kilometer schnell. Wir dürfen aber nur 20, wenn die Hochwassermarke 1 überschritten ist, nur 20 Kilometer fahren. Und bergwärts, ja, das ist eine große Lachplatte, ist das, ja, da sind wir höchstens noch 5 bis 6 Kilometer. Dann kann man nicht mehr laufen. Doch, ja, man kann gemütlich nebendran irgendwo ein Bierchen trinken gehen, ja, und wieder einsteigen, ne? So ungefähr. Thank you.
Der Rhein, das ist die bedeutendste Wasserstraße Europas. 200 Millionen Tonnen Waren werden jährlich auf dem Fluss befördert. Eisenerze und Baustoffe, Öl, Kohle, Roheisen und Stahl, Chemikalien und Getreide, dazu unzählige Reisende. Allein die älteste Reederei am Rhein, die Köln-Düsseldorfer, zählt über 1,5 Millionen Passagiere im Jahr. Fast 12.000 Schiffe mit einer Kapazität von über 10 Millionen Tonnen umfasst die gesamte Rheinflotte. Duisburg, die Stadt mit dem größten Binnenhafensystem der Welt an der Ruhrmündung. Hier im Ruhrgebiet liegt das industrielle Herz Europas, in dem rund 7 Millionen Menschen wohnen. Stahlkocher, Bergleute und die Arbeiter der Schwerindustrie schaffen den Wohlstand von Millionen. Seit der Himmel über der Ruhr wenigstens ab und zu wieder blau ist, entdecken die Besucher auch die Schönheiten des Niederrheins. Das Wasserschloss Anholt. Rund 400 solcher von Wassergräben umgebenen Herrensitze wurden einst gezählt. Dagegen die Denkmäler der Neuzeit, das Kernkraftwerk Kalkar. Auch am Niederrhein drücken sie dem Fluss ihren übermächtigen Stempel auf. Hier an der Brücke von Emmerich lagen früher hunderte von Rheinschiffen vor dem Zoll und warteten auf die Abfertigung. Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft werden nur noch Stichproben gemacht. Delta besteht. Unser Schiff fährt zwischen hohen Deichen auf schmalen Kanälen fast über das Land. Nicht umsonst gelten die Holländer als die unumstrittenen Meister im Wasserwegebau. Radfahrer, Windmühlen und Kühe wie aus dem Bilderbuch begleiten uns auf dem Weg nach Amsterdam. Amsterdam. Das ist die Welthauptstadt der Freaks und Fools, der Verrückten und Clowns, der Hippies, der Drogensüchtigen und Aussteiger. Ein Schmelztiegel der Rassen und Nationen mit allem, was dazugehört. Der königliche Palast am Damm ruht auf genau 13.659 Pfählen. Die ganze Stadt steht sozusagen mit den Füßen im Wasser. An den Ufern der Grachten liegen 3.000 Hausboote. Nur 2.000 von ihnen sind offiziell gemeldet. Ein bisschen illegal ist eben schick. Ganz verwegene Amsterdamer benutzen ihre Kanäle für die .
Der schönste Weg, Amsterdam kennenzulernen, eine Bootsfahrt durch die engen Grachten. Die schmalen Bürgerhäuser mit den hohen Giebeln stehen auf Pfählen, die bis zu 18 Meter tief in den Sand gerammt wurden. Anfang des 17. Jahrhunderts war Amsterdam der bedeutendste Handelsplatz Europas und stand in voller Blüte. Früh war die Stadt Mitglied der Hanse geworden und hatte so die Basis für ihren Reichtum geschaffen. Der häufige Kontakt zu fremden Kulturen ließ die Amsterdamer Seeleute und Handelsherren aber auch weltoffen und tolerant werden. Wie viel nüchterner ist da das benachbarte Rotterdam, wo der Waal, der südliche Mündungsarm des Rheins, in die Nordsee mündet. Geschäftstüchtig und modern ist der Hafen entlang der letzten 24 Flussmeilen. Es ist der größte der Welt. Handelsschiffe aller Nationen laden und entladen hier Container und Autos, Erze und Elektronik, Getreide und Erdöl. Viel mehr als der alte Hafen, hinter dem sich die Architekturgebilde des neuen Rotterdam emportürmen, ist nach den Zerstörungen durch deutsche Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg von der Stadt nicht übrig geblieben. Unsere von den Schweizer Alpen bis an die Nordsee. Den größten Teil unserer Reise haben wir mit dem Schiff zurückgelegt. Denn vom Wasser aus lassen sich die Schönheiten des Rheins in Ruhe genießen.